unter uns, diese Sache mit der Wahrheit muss verschwinden. Ja? Denn solange diese Wahrheit die Köpfe der Menschen verwirrt, dann ist immer der andere, den man umbringen muss, denn der hat nicht die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit. Bang! Gesetze sind keine feststehenden Gewissheiten. In jeder Zeit machen sich die Menschen andere Vorstellungen von der Welt und von der Wahrheit. Zu Beginn unseres Jahrhunderts sahen sich die Physiker gezwungen, die grundlegenden, bis dahin gültigen Begriffe ihrer Wissenschaft zu revidieren. Wir wissen jetzt, wir können die Welt nicht objektiv erkennen. Zeit und Raum sind vom Menschen erfundene Maße, mit denen wir unsere Wirklichkeit konstruieren. Heinz von Förster, Physiker und Mathematiker, ist Zeuge dieser Entwicklung. Wenn man die Idee hat, ja, dass durch die Sprache die Welt erzeugt wird, ja, dann ist die gesamte Haltung schon anders. Versteht? Und wenn die Haltung, die ganze Haltung des Sprechens, des Handelns, des Bewegens durch diese Position reguliert wird, dann fließt sie unterirdisch sozusagen hinein. Wie du sie explizieren willst, ja, ist sie schon weg. Das ist wie eine Zauberei. Weißt du? Ich glaube, da gibt es diese wunderschönen Märchen. Ja? Wie du mich nennst, bin ich weg. Wie du versuchst zu sagen, wer ich bin, ist es schon gegangen. Ja. So wie die manchen Ritter. Du sollst mich nicht fragen, wer ich bin. Wie du das tust, bin ich weg. Seit 50 Jahren lebt Heinz von Förster in den USA. Er ist 1911 in Wien geboren. Heute wohnt er mit seiner Frau Mai oberhalb des kleinen Örtchens Pescadero an der kalifornischen Westküste. Und check, check, bye, bye. Guten Morgen, meine Damen und Herren. So, das war ein langer Anruf aus Wien. Oh. Dadurch, dass ich ja so früh in diese Wiener Kreis, in den eingekreist wurde, ist sicher dauernd mein Denkstil, nämlich ich glaube, dass das, was die Leute immer so gern an mir haben oder warum ich so gerne überall eingeladen bin, das ist die Disziplinlosigkeit. Ich meine jetzt nicht Undiszipliniertheit, sondern Disziplinlosigkeit. Ich bin nicht physikalische Chemie, chemische Physik, Anthropologie, Mathematik und so weiter, all die Sachen nicht. Und das ist ja eine Sache, die sehr der Wiener Kreis damals initiiert hat, dieses Pan-Denken über alle möglichen Bereiche. Da gibt es doch den Neurath mit seiner Einheitswissenschaft, nicht? Der hat doch schon immer auf Einheitswissenschaft hingetrieben. Und da schlägt er ja eigentlich ein Moralphilosoph, wenn man sowas überhaupt sagen kann. Ja, den Wiener Kreis eigentlich stimuliert hat, der war der Katalysator, der hat sich gekümmert, dass der Carnap in Logiker kommt, der hat den Wittgenstein zugehört, was der für Sachen über die Sprache gesagt hat, der hat die Mathematiker eingeladen. Also da war schon im Wiener Kreis, oder die Biologen, den Scheminski und so weiter, da war schon eine Multiplizität von Interessen, die in der Art des sich Interessierens eine Gemeinsamkeit gehabt haben. Und das hat mich eben als junger Mensch völlig fasziniert. So ist es für mich eigentlich unausweichbar, dass ich in dieses Denken, in diesen Denkstil mit hineingezogen worden ist. Noch dazu habe ich großen Spaß in dem Denkstil gehabt. Das war mir sehr, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und dahinter, als geistiger Papa, war der Ludwig Wittgenstein.
der zwar nie hingekommen ist, der war schon in England, der hat mit Russell und mit diesem ganzen Cambridge Club gearbeitet, aber war nur sozusagen projiziert nach Wien und die Leute haben alle, also Wittgensteinsche Ideen, verfolgt und also vollzogen. Das hat mich da hineingezogen, da bin ich also auf die Wittgenstein-Idee gestoßen und ganz früh mich faszinieren lassen von einem kleinen Buch, das hat nur 7 Sätze, und das heißt Tractatus Logico-Philosophicus, logisch-philosophische Abhandlungen. Und das war sozusagen der erste Weg weg von der traditionellen Wissenschaft? Genau, ja. Ich werde den einen Satz sagen, der für unser Gespräch vielleicht wichtig ist. Und da behandelt er also in diesem Tractatus den Wert von Sätzen. Also was ist der Wert irgendeines Satzes? Da sagt er, Sätze haben keine Werte. Sätze sind Sätze und können dann weiter dies und jenes konstruiert werden. Daher kommt er jetzt mit diesen Wertideen. Es ist klar, aus den Konsequenzen ergibt es, ist klar, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt. Also wenn du das mal liest, kannst du schauen, wieso? Ah ja, alles was ausgesprochen wird, ist dann Moral. Wenn du sagst, du sollst nicht oder du sollst, dann sagt der eine dem anderen, ja? Das ist aber nicht Ethik. Das ist einfach Gesetzgebung und so weiter und so weiter. Nicht mit Ethik zu tun. Ethik ist, wenn du dir selber sagst, aber ich sollte doch, ich müsste das. Das ist Verschiebung von dem anderen was sagen. Sich selber was sagen, sich selber ein Koordinationssystem der Handlungen, des anständigen Handels etc. zu erschaffen, zu konstruieren. Siehst du, da rutscht man in diese komische Sache, die heute Konstruktivismus genannt. Der zweite Folgesatz, nachdem es ist klar, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt, der zweite Satz ist typisch Viennese, also wienerisch. Wenn ich einen Befehl bekomme, dass ich das und das tun, dann ist mein erster Gedanke, und was, wenn ich das nicht tue? Es ist natürlich nur Wiener kommen auf diese Idee. Nicht? Andere sagen, okay, wenn er sagt, du sollst, dann tut man das. Er sagt das erst, und was ist, wenn ich es nicht tue? Und dann entwickelt er diese schöne Idee, dass Ethik nichts mit Lohn und Strafe zu tun haben muss. Vier Herren, 4 Gentlemen, feiern die Dame des Hauses, denn wir haben 3 Buben gehabt, 3 Söhne, der 3., 4. ist auch vielleicht ein Gentleman, das bin ich, und dann diese Frau, die mit diesen schrecklichen Leuten fertig wird. Und dann war immer nur der Streit, wer ist wer, ja? Also im Mai hat jeder gewusst, wer das ist, ja? Aber hier die anderen, also es wurde bestimmt, dass ich soll dieser Mensch hier sein. Und das soll der Architekt sein, ja? Der Ande, der das hier gebaut hat. Das ist der Johannes, der ja leider in Afrika umgekommen ist. Und das ist der Mathematiker, Physiker, der Tommy, der jetzt in New York sitzt. Der Bruder meiner Mutter war ein Maler und Holzschneider und Künstler. Und dieser Holzschnitt ist eben mein Vater in einer Ritterausrüstung, die geborgt worden ist. Da hat er einen sehr streng aussehenden Ritter gebraucht, der also in ein Modell stehen muss. Da hat er meinen Vater genommen. Ich glaube allerdings, muss ich gestehen, dass die ganze Familie, aus der ich komme, sind Antitraditionalisten. Alle haben sich gewehrt, alle waren schlimme Kinder, schlimme Mädchen, schlimme Mütter, schlimme Großmütter. Alles hat immer rebelliert. Ja, wenn du von so einer Familie kommst, ist das Orthodoxe die Rebellion. Ne? Kokoschka, the very famous painter, apparently fell in love with my mother when she was a little girl. And he drew hermit drawings of her and things like that. So to my
Grätzer Preis. My mother was twice a cover girl. She was a cover girl when she was about 20 and was on the cover sheet of Elegante Welt. Ja, Vogue, sagt sie mal gesagt. Und mein Vater hat dieses Magazin, wo sie auf dem Umschlag war, in der Kriegsgefangenschaft gefunden, wie er in irgendeinem alten, in einem Laden, wo alte Magazine am Boden gelegen sind, zieht er das raus, ist meine Frau ist um Cover. Sie war nicht nur Modell, sie hat auch studiert bei ihm, ja, oder nicht? Nein, sie hat nicht bei ihm studiert, die waren beide in der Kunstgewerbeschule in Wien. Mhm. Und sie war eine Klasse tiefer wie er, der Kokoschka. Und da ist sie eben sehr oft scheinbar als ein Aktmodell gestanden. Da gibt es also zahlreiche Zeichnungen. Und die machen jetzt also eine Ausstellung und eben auch von den Sachen von ihr. Also diese kleinen Szenen, nicht? Da war sie 14 oder 15, nicht? Dieses Motiv sehe ich öfter. Ja, da ist es in Farbe, da ist es in Schwarz-Weiß. Ja. Immer wieder Beziehungen, immer wieder Beziehungen. Ja. Ja. Ja, immer Relationen zwischen drei Frauen. Keine Ahnung. Man müsste Geschichten finden. Das ist immer mit, irgendwie mit Liebe, schau, Liebe und Sehnsucht. Also schau, wie das heute ausschaut, bitte schön. Wunderbar. Das Grün. Ich schaue immer noch, ob da nichts kommt. Noch immer keine. Also, doch, nein. Man weiß da nicht. Sollen... In einem Jahr kamen da 14 Orchideen heraus. Eine schöner wie die andere. Ja, unglaublich. Hm? Heuer nichts. Heuer nichts. Ich war schon bald zum Mähen. Na schau, hier kann man schon wirklich mähen. Absolut. Ja. Ja, hier. Also der Unterricht in der natürlichen Magie. Nikolaus Josef von ihm erfunden, herausgegeben von Wiglepp, Johann Christian Wiglepp. Da ist die Geschichte von der Physik drinnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Ursprung der Elektrisiermaschine und da hier nachschlage und den Studenten einmal, wo hat es denn angefangen, wer war an den ersten, schaut die Geschichte nach, sagt, das stimmt nicht, muss ich beim Wiglepp nachschauen. Ah, da ist die erste Elektrisiermaschine drin. Und so weiter. Also für mich immer eine Quelle der lustigen Interpretation von geschichtlichen Ereignissen. Das Wichtige für mich ist, dass diese Künste damals, Physik war eine Kunst und nicht eine Wissenschaft. Es war eine Magie. Wer hat Physik betrieben? Leute, die im Auftrag von Fürsten Wasserkünste machen mussten, Sprengbrunnen bauen, Eoshafen, weißt du, das sind diese wunderschönen langen Drähte, die der Wind anspielt und wenn die richtige Resonanz haben, klingt der ganze Wald, merkwürdigen Tönen und so weiter. Das ist alles angewandte Physik. Und das wird eben hier die angewandte Physik in diesen 20 Bänden besprochen. Also im Grunde genommen noch bevor es zur Wissenschaft wurde. Ja, so? Ja, ja. Oder bevor die Leute sagen, wir sind Wissenschaftler. Die haben gesagt, wir sind Magier. Ne? Das Ganze ist ein Spielwarenladen. Nicht wahr? Oben spiele ich mit den Büchern, unten spiele ich mit den Gegenständen. Ne? Und das sind lauter Geschenke, die ich von da oder dort bekomme. Hier ist ein Hase, der hat die goldene Medaille der Kybernetischen Gesellschaft um den Hals. Die habe ich gerade vor
einem Jahr bekommen, geschenkt bekommen, eine große Feier, habe ich natürlich dem Hasen umgehängt. Eine Ehrenmedaille, meine unerhörten Verdienste für Systemtheorie und Kybernetik. Und da hier ist vielleicht etwas, eine Spielerei, die Spaß macht. Das heißt in der Wissenschaft ein Polychromatic Quilt, also eine vielfärbige Fleckerteppich oder Decke. Und das verwenden wir sehr oft, um zu zeigen, dass man glaubt, Farbe ist außen, dass die Sachen sind färbig. Es gibt keine Farben draußen. Die Farben werden hier im Kopf erzeugt. Und diese kleine Quilt ist dazu da, um das zu demonstrieren. Ich werde das gleich demonstrieren. Man sieht hier also diese vielfärbigen Quadrate. Ich nehme das hier heraus. Da ist ein rötlich gefärbte Quadrat anordnen, wie ein Schachbrett. Und das ist eigentlich die einzige sogenannte Farbe, die hier überhaupt vorhanden ist. Also die Physiker würden sagen, die Wellenlänge von dem reflektierten Licht ist auf jedem Quadrat dasselbe. Es ist nur dadurch, wenn man diese Schicht so anordnet, dass die Grenzen der Schwarz-Weiß-Verschiedenheit mit den Grenzen der Rot-Rot-Verschiedenheit nicht zusammenfallen, errechnet das Auge Farben. Das heißt, die Farben werden durch die Organisation der Post-Retinal Networks, also der nachretinalen Netzwerke der Neuronen, errechnet, sodass die Farbe ein Kunststück der Errechnungen der Nerven in der Retina sind. Und das ist natürlich immer sehr schwer für Leute zu verstehen, die glauben, die Farben sind auf etwas drauf. Farben sind auf nichts drauf. Farben werden wie alles Übrige auch im Hirn errechnet. Du musst noch ein bisschen schärfer, ein bisschen drehen noch. Ja, jetzt kommt, jetzt ist scharf. Jetzt ist wunderbar scharf. Siehst du hier, das ist als die Linse, nicht wahr? Die projiziert draußen Sachen auf die Retina, das ist hier. Und an der Stelle, wo der optische Nerv das Auge verlassen, da kommen die ganzen Axone von der Retina, von den einzelnen Knöpfen der Retina, laufen daher und fahren daher heraus. An der Stelle gibt es keine Zäpfchen und Stäbchen. Also was immer ein Punkt, der dahin projiziert wird, wird nicht gesehen. Von dieser Lücke wissen wir nichts. Also im normalen Leben hier, wenn wir herumschauen, sehen wir nicht, dass wir Teile dessen, was projiziert wird, auf unser Auge nicht sehen. Wir sehen nicht, dass wir nicht sehen. Schließe mit der linken Hand das linke Auge und fixiere den Stern. Halte das Blatt direkt vor dir. Jetzt siehst du hier den Stern und den runden Kreis. Jetzt bring dieses Blatt näher und näher, bis plötzlich an einer bestimmten Stelle der schwarze Punkt verschwindet. Also in meinem Fall ist der schwarze Punkt völlig weg. Ich sehe überhaupt keinen schwarzen Punkt. Jetzt ist die Sache, du kannst das ignorieren und nicht weiter behandeln. Du bleibst also blind für deine Blindheit. Und das ist aber in vielen anderen, auch in gedanklichen Bereichen, in politischen Bereichen, in philosophischen Bereichen, in religiösen Bereichen, immer und immer wieder der Fall. In manchen politischen, religiösen, philosophischen Bereichen ist sogar notwendig, dass du blind bist für deine Blindheit, denn sonst würde zum Beispiel ein Sozialismus, Nationalsozialismus und so weiter alles nicht entstehen können. Der entsteht dadurch, dass die Leute blind für ihre Blindheit sind. Denn wenn sie im Moment sehen würden, um Himmels Willen, das sagt man ja auch dann später, wenn man plötzlich sieht, um Himmels Willen, das habe ich ja nicht gesehen. Und ich habe auch nicht gesehen, dass ich blind war. Nicht dieses Problem des Schreckens über die eigene Blindheit bezüglich der eigenen Blindheit. Aber wie du das siehst, wie du weißt, es gibt die Möglichkeit, nicht zu sehen, dass man nicht sieht, dann hat man doch sofort eine andere Einstellung. Nicht? Dann sagt man, sehe ich es nur nicht, weil ich es nicht sehe oder weil ich einfach nicht die Schritte unternommen habe, meinen blinden Fleck auszuweichen. Nicht, wie du hier hineinschaust und
nicht ganz klar sind, du weißt nicht, warum du nicht siehst, drehst du einfach den Kopf und die Stelle, die vorher auf die Retina, auf den blinden Fleck gefallen ist, ist sofort auf einer Stelle, wo ein sehender Fleck ist. So merkst du nie, dass du blind bist. Du kannst also ununterbrochen gegen deinen blinden Fleck korrigieren. Du weißt, du kannst korrigieren und hast einen blinden Fleck. Das meinte ich. Die Dinge sehen anders aus, als wir meinen. Ein Staubkorn in 10.000-facher Vergrößerung. Wonderful, perfectly all right. Schau dir das an, was die da machen. Schau dir das an. Yeah. Oh, guck mal. Schau dir das an. Ja, das stützt sich selber. Das stützt sich selbst. Holt er sich raus. Schau dir das an. Schau dir das an. Wahnsinn, ja. Es ist ja einfach Wahnsinn. Also, was diese Leute können. Was die Leute können. Great job! Great job, gentlemen! Wow! Er war schon tot. Aber in Wien hat es jeder Mensch gewusst. Und wenn er sich in Wien um eine Stellung bemühte, dann sind die Leute gekommen, der kann doch gar nicht hier angestellt werden. Das ist doch unmöglich. Der kann ja nicht. Und da haben wir gesagt, da gehen wir nach Berlin. Dort wird das kein Mensch sagen. Und es hat kein Mensch gesagt. Erstens war seine Familie dort nicht bekannt. Und zweitens waren die Berliner so unendlich viel großzügiger. Im Gegenteil, die waren froh, wenn einer dem Hitler ein Schnüppchen geschossen hat und eine Anstellung gefunden hat. Egal. Ich musste immer den Arier-Nachweis bringen. Ich musste einen Arier-Nachweis bringen. Aber ich heiße von Förster, ich war so lächerlich. Aber natürlich, kein Problem, bringe einen Arier-Nachweis. Also nach 3 Monaten, 4 Monaten sind die Leute gekommen und sagen, ja, wir haben Ihren Arier-Nachweis noch nicht bekommen. Was? Sie haben, naja, die Österreicher, Sie wissen ja, wie die österreichischen Bürokraten sind. Ich werde mich ja sofort wieder tun. Wieder ein Jahr vergangen. So haben wir 4 Jahre den Arier-Nachweis leider nie liefern können. Something to drink. Yes. Das Problem ist ja nicht, welcher Partei du angehörst. Das Problem ist Parteiangehörigkeit. Ein Mensch, der ein Parteimensch ist, kann überall politisch verwendet werden. Ein Mensch, der kein Parteimensch ist, wie leider die Mai, für die gibt es keine Position. Du brauchst jemanden, der tanzt zu deiner Pfeife. Und das ist ganz wurscht, ob die rote Pfeife, die schwarz-weiß-rote Pfeife, die grüne Pfeife. Also pfeifen musst du tanzen lernen. Wenn du das nicht tust, gehörst du nicht in diese parteiorganisierte Gesellschaft. Und daher sind wir nach vorübergekommen und das ist einfach unglaublich. 2 unerhörte Erlebnisse. Das eine eben diese Parteilosigkeitsmöglichkeit und die zweite
das nicht die Identifikationszettel, die um den Hals gehängt werden. Heinz, du bist ein Physiker, wieso redest du jetzt über das Bild von Van Gogh? Du musst ja deine Elektronen, ne? Das gibt hier nicht. Wo ich hier angekommen bin, habe ich gesagt, ich bin so aufgeregt, ich muss auf den Times Square gehen, ja? Du, da war ich um 2 Uhr nachts am Times Square. Mit allen Lichtern, alles funktioniert, die Theater waren geradeaus, die schönen Damen, Pelzmäntel sind in der beleuchteten Straße gegangen. Es war einfach, es ist einfach eine völlig andere Welt. Durch einen Zufall war eine Arbeit, die ich in Wien geschrieben habe, war amerikanischen Wissenschaftlern bekannt. Also kaum kam ich an, haben die Leute mich angerufen und gesagt, Heinz, komm sofort nach Chicago, da sind Leute, die sich für deine... Die Arbeit am Gedächtnis, genau. Und da war diese interessante Sache, wo meine Theorie hat die Resultate vorausgesagt, die bereits hier bekannt waren. Konnte man in Wien nichts von amerikanischen Resultaten hören, hat man nur was entwickelt. Und dann haben die mich eingeladen in New York einen größeren Vortrag in dieser berühmten Macy Foundation zu halten. Das waren ja wirklich die besten Leute in Amerika, da waren die Erfinder der neuen Computer, der Gregory Bateson, die Margaret Mead. Also die besten Leute am Wissenschaft in Amerika waren da, eine kleine Gruppe von 30. Und da habe ich meinen Vortrag gehalten, der einfach so elend war, weil ich habe nur 25 Worte zur Verfügung gehabt in Englisch und habe also da herumgetanzt und gestottert und Leute gefragt, was heißt das? Und da haben mir gesagt, das heißt so. Dann bin ich draußen gewesen, die haben irgendwie besprochen, über was jetzt gemacht werden soll. Dann rufen sie mich herein und sagen, also was du gesagt hast, lieber Heinz von Forst, war sehr interessant. Wie du das gesagt hast, war eine Katastrophe. Wir haben darüber nachgedacht, wie du Englisch schnellstens lernen kannst. Wir machen dich den verantwortlichen Herausgeber von den Transaktionen von dieser Konferenz. Stell dir vor, das passiert in Amerika, wo so ein neuer Mensch, der ist da ein paar Wochen, 3 Wochen nachdem ich angekommen bin, ist mir das passiert. Wo ich sehe, die Form ist auf weniger Bedeutung wie der Inhalt. Und in Wien ist nur die Form von Bedeutung und fast nichts über den Inhalt. Aus den Konferenzen der Macy Foundation ging Ende der 40er Jahre eine neue Wissenschaft hervor, die Kybernetik. Sie beschäftigte sich mit der Frage, wie Nachrichtenübertragung in Maschinen und in Lebewesen funktioniert. Basis der Kybernetik war die Erkenntnis, dass das menschliche Nervensystem die Realität nicht abbildet, sondern selbstständig errechnet. Die Prozesse, in denen Wissen entsteht, sind ein Kreislauf, in dem die Ursache Wirkung und die Wirkung wieder die Ursache ist. Mit diesem neuen systemischen Denken nahm die Kybernetik entscheidenden Einfluss auf die Informatik ebenso wie auf die Biologie oder die Psychologie. Wenn du unser Gespräch jetzt untersuchen würdest von einem linguistischen Standpunkt, hat keiner von uns war imstande, einen wohlgeformten Satz zu sprechen. Und trotzdem haben wir, weil wir getanzt haben miteinander, haben wir verstanden, was wir sagen wollen. Der Punkt ist der, dass der Monolog, also der Strahl, der aus dem Mund herauskommt, ja, tut nichts, erst wenn der andere mitspielt. Und daher meinte ich, die Idee des Tanzes ist vielleicht eine nette Metapher für die dialogische Situation, für das Zusammenleben, für das Entstehen. Die neuen Tanzschritte entstehen, dass wir sie zusammen machen. Ist das dann die Reflexion über die Sprache? Ist das schon Kybernetik?
Und überhaupt Kybernetik, die Sprache ist ein wunderbares Beispiel der Kybernetik. Nicht? Die Kybernetik ist ja immer zirkulär. Nicht? Die Kybernetik hat das zirkuläre Denken wieder eingeführt, dass man es sieht und versteht, etc. etc. Natürlich, Zirkularität ist ununterbrochen der Fall, nur ist nicht explizit gemacht. Die Kybernetik hat das explizit gemacht. Hat gesagt, pass mal auf, was da reinkommt, macht eine Aktion, die wieder eine Reaktion auf mich gibt. Und so laufen diese Prozesse alle im Kreis. Und das kannst du für den Einzelnen nehmen, das ist dann eben die Sensomotorik, das sind also Leute wie der Piaget und viele andere, die eben gesagt haben, das Kind lernt sehen dadurch, dass es sich bewegt. Ne? Ja. Das Kind nimmt setzt die Sachen zusammen, sieht, lernt sehen durchs Handeln und lernt handeln durch Sehen. Nicht, also das nicht der eine ist der Grund, das andere ist die Antwort, sondern sie speisen sich dauernd in den Schwanz. Daher ist der Ouroboros, dieser komische mittelalterliche Vogel, der sich selbst in den Schwanz beißt, ist das Symbol für die Kybernetik. Okay. Die Paradoxie zuerst ist ein reiner logischer Witz. Und der logische Witz ist ja eigentlich schon uralt, 2500, also fast 3000 Jahre alt. Das ist der Epimenides, der um seine philosophischen Kollegen zu ärgern, hat er gesagt, ich bin ein Lügner. Ja, den berühmten Lügner-Paradox. Und da fragt man sich, was macht man mit jemandem, der sagt, ich bin ein Lügner? Hat er gelogen? Und dann hat er die Wahrheit gesprochen. Ne? Also wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dann ist er ein Lügner. Also ist er ein Lügner, kein Lügner, bla 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 bla. Diese Paradoxien haben die armen Logiker geplagt seit 700 vor Christus. Der Aristoteles ist sogar auf diese Sache hineingefallen. Der hat gesagt, ein Satz muss entweder wahr oder falsch sein. Er kann nicht entweder wahr oder falsch, etc. etc. Sonst ist es kein Satz. Ein Paradoxie erzeugt ja Zeit. Denn auf der einen Seite, wenn du sagst, das ist wahr, dann wird es falsch. Und wenn es dann falsch ist, dann wird es wieder wahr. So geht es klick, klack, klick, klack. Das ist eigentlich das, was in deiner Uhr eingebaut ist. Da ist ein sogenannter bistabiler Zustand. Wenn er auf A ist, flippt er auf B, wenn er auf B ist, flippt er auf A. So geht die Uhr tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, hin und her, wird von einer Batterie betrieben und gibt dir die Zeit. In jeder von diesen elektronischen Uhren, die wir am Armband tragen, ist ein eingebautes Paradox. Paradoxon. Das arbeitet unterbrochen für dich. It's larger, it used to be much smaller. It was a baby car. It was a baby car you had. That's his car. Oh, that's my car. Oh, that. I need a big car. You need. Der Psychotherapeut Paul Watzlawick arbeitet seit 1960 im Mental Research Institute in Palo Alto, der Geburtsstätte der systemischen Familientherapie. Das ist eine ganz wichtige Schaltung in meinem Gleis meines Lebens, war ein Mensch namens Paul Watzlawick. Der, wie ich schon in einem Vorwort geschrieben habe, der den Heinz eigentlich erfunden hat. Ne? Da weißt du nicht, ich bin eine Erfindung von Paul Watzlawick. So, und ich sagte, was, wenn der Paul Watzlawick dich erfunden hat, dann müssen wir da doch hin. Sag, jawohl, den müssen wir doch haben. Und was das Wichtige bei unserer gegenseitigen Erfindung war, dass du ja mich hier vor 20 Jahren, war das nicht, 75, ja. 21 Jahren hast du mich hier in Kalifornien in dem Nachbarhaus um 51 getroffen, ja. Besucht und hast mir erzählt, also ich habe gehört, Heinz von Förster, dass Sie sich mit Paradoxien, Zirkulivitiosi und ähnlichen schrecklichen logischen Unmöglichkeiten beschäftigen,
können Sie mir mehr davon erzählen. Also bitte, beliebig kann ich über die Zoosi erzählen, ich bin selber einer oder so ähnlich. Also ich dachte immer, so ein Paradoxon ist ein Witz für Logiker. Und du warst der erste Mensch, der gesagt hat, pass mal auf, natürlich, für Logiker ist das ein Witz, aber es ist von unerhörter Bedeutung in der Schwierigkeit. Sehr unwitzig sein im menschlichen Leben. Ja, genau. Ja. Was ich immer wieder verwende in meinen Vorträgen, ist das Beispiel der Frau, die sich nach langen Jahren des Schweigens sagt, die endlich zu dem Mann, weißt du, vor Beginn unserer Ehe und auch nachher noch hast du mir oft Blumen gebracht und jetzt bringst du mir seit Jahren keine Blumen mehr. Ne? Scheint ein oberflächlich gesehen ein sehr verständlicher Ausdruck einem Wunsch nach einem kleinen Beweis von Liebe. Nicht? Genau, was sie nicht weiß, ist, dass sie eine Paradoxie geschaffen hat, genau, eine sei spontan Paradoxie. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder er bringt dir weiterhin keine Blumen, dann wird sie natürlich beleidigt sein. Oder aber er bringt dir Blumen, warum? Dann wird sie sagen oder zumindest denken, ja, danke schön, aber du hast mir sie ja nur gebracht, weil ich dich daran erinnert habe. Der Hauptausgangspunkt für uns war eben die Arbeit von Gregory Bateson. Ah ja. Der eben, da er Anthropologe und nicht Psychiater war, an die Fragen der sogenannten Geisteskrankheit in ganz anderer Weise herangegangen ist als der Psychiater. Ja. Der Psychiater, der hat bereits eine klare Beschreibung der Geisteskrankheit in seinem Kopf und der versucht nun festzustellen, wie dieser einzelne Mensch hier diesen Kategorien entspricht. Der Anthropologe, der macht das nicht so. Der Anthropologe versucht, ein möglichst aufmerksamer, aber passiver Beobachter zu sein und fragt sich nicht, warum verhält sich dieser Mensch so verrückt? Was sind die Gründe der Vergangenheit für seine Verrücktheit? Ja. Sondern er fragt sich, in welchem menschlichen Beziehungssystem passt das hinein? In welchem menschlichen Beziehungssystem ist dieses Verhalten sinnvoll, wenn auch scheinbar verrückt? Und auf diese Weise hat er natürlich bereits einen systemischen Ansatz. We're indeed privileged to have with us tonight the distinguished anthropologist Mr. Gregory Bateson. Mr. Bateson, what's an anthropologist doing in this field? Well, I suppose the answer would be that an anthropologist's job is to make sense of what people do. Oh, good morning, Margaret. Morning. You came home awfully late last night, Margaret. I've been meaning to talk to you about that, Margaret, because I don't think it's any... You look tired, dear. I'm not. Oh, I'm sure it wasn't your idea to stay out so late. You must be tired, dear. Well, the party was still on. It wasn't very good, but you just can't get up and leave. Well, no decent girl stays out until 2 a.m. Oh, Mother, I'm sorry. We don't want apologies. You know your father never punishes you. You're old enough now to know better. Margaret has a very serious problem there, to know who I, Margaret, am. In other words, she could conceivably become a schizophrenic personality because of these pressures. That's what we're saying. Thank you very much, Mr. Bateson. Das war so schön beim Paul, wie er da dieses Eintritt von Gregory Bateson in die Psychiatrie geschildert hat. Ja? Er sagt, die Psychiater haben eine ganz bestimmte Einstellung, schauen auf den Menschen, was fehlt ihm, wo ist er krank? Ja? Der Bateson als ein Anthropologe kommt mit einer ganz anderen Einstellung hin und sagt, dieser Mensch ist so und so. In diesem kulturellen Zusammenhang wird er als verrückt bezeichnet. Was ist der kulturelle Zusammenhang, in dem dieser Mensch gesund ist, völlig akzeptiert? Das ist die normale Art, wie Menschen miteinander leben. Also dieses Hineinpassen, was der Bartleby direkt benutzt hat, hinein, spricht er überhaupt nicht von Truth oder Wahrheit. Mhm. Ja, ist nicht, der hat Recht, der hat Unrecht, hat nichts mit Recht zu tun, es hat mit Passen zu tun.
Ein Kernpunkt der Arbeit Heinz von Försters war die Frage, wie das menschliche Nervensystem operiert. Wie entsteht Wissen und wie organisieren sich die Prozesse des Bewusstseins? 1957 gründete Heinz von Förster das legendäre Biological Computer Laboratorium an der Universität von Illinois. Am Rande einer Konferenz in Bologna erzählt er davon. Also ich habe ja für viele Jahre, 6 Jahre, das sogenannte Electron Tube Research Lab, also das elektronische Röhrenlaboratorium, geleitet auf der Universität von Illinois. Und es war so, damals waren Millimeterwellen, Mikrowellen, also heute die Mikrowellen, die 10 Zentimeter Wellen und die 5 Zentimeter und die Millimeterwellen, die 1 Zentimeter, war das Forschungsproblem. Gezahlt hat das damals das Office of Naval Research, also die Marine, die amerikanische Marine. Einen schönen Tag kommt der Heinz von Förster und sagt: Meine lieben Herren, ich habe 2 Fabel auf die Männer gefunden, die können die Tradition dieses Laboratoriums fortführen. Ich möchte mich jetzt mit Biologie beschäftigen. Biologie? Ja, da habe ich faszinierende Ideen und da brauche ich $100.000 oder was weiß ich. Aber der Förster ist ja ein guter Mann. Der hat ja das alles schon gemacht. Also wenn der sagt, er will das machen, dann geben wir ihm das Geld. Das war der Anfang vom Biological Computer Lab. Plötzlich habe ich in einem ganz anderen Bereich Startgeld bekommen. Den ersten, den ich eingeladen wurde, war Gordon Pask. Nächstes Jahr war der Umberto Maturana. Dann war er McCulloch. Also diese ganze Blase ist durch mein Leib gegangen. Da kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert hat. Es war toll. Dann die faszinierten jungen Männer, mathematische Genies, Leute, die experimentieren, sind alle zum BCL. Dort kann man was machen, da kann man die verrücktesten Sachen kann man dort machen. Sachen, die man nirgendwo machen kann. Du musst bedenken, dass im Electrical Engineering war das Biologische ein Teil. Ja? Da haben Leute biologische Arbeit gemacht, die im physiologischen Department nie zugelassen worden wären. Ich dachte, der ist verrückt. Aber der Maturana hat den beaufsichtigt. Ein Mann über das Tektum vom Salamander, ja, das ist das Hirn vom Salamander, eine wesentliche Arbeit geschrieben. Electrical Engineering. Doktor und Dissertation Department für Electrical Engineering. Alles grotesk. Und da war diese Idee mit der Selbstorganisation, hat so gebrodelt. Plötzlich war eine Konferenz da, hunderte von Leuten sind gekommen, die erste Konferenz an Self-Organization hat in Chicago stattgefunden. Da war der Gordon Pask schon da, da waren noch ein paar andere da. Und da habe ich den ersten einleitenden Vortrag gehalten. Und da war das Problem der Ordnung, nicht? Du willst selbst organisieren. Das heißt, du möchtest wissen, es ist jetzt mehr organisiert als bevor. Die Ordnung ist größer geworden. Das Problem ist also vom rein theoretisch-epistemologischen Standpunkt, können wir ein Maß für Ordnung finden, sodass ich messen kann, jetzt ist es 25, jetzt ist es 36 oder jetzt ist es 12. Dann ist es Self-Disorganizing-System, dann ist es Self-Organizing. Was kann man als Maß für Ordnung finden? Da habe ich damals ein Maß für Ordnung eingeführt, das schließlich und endlich von der Standard für Messung von Ordnung. So war ich schon ganz früh dabei, über Ordnung, Größe und kleine und Vergrößerung der Ordnung mich zu beschäftigen. Die Begriffe der Ordnung und der Selbstorganisation waren die Voraussetzung, das Nervensystem als Rechensystem zu begreifen. Das Biological Computer Laboratorium wurde berühmt. Hier wurden Rechenmodelle aus der Biologie auf die Computertechnologie übertragen. Anfang der 60er Jahre erfand Heinz von Förster die erste parallele Rechenmaschine. Ein Forschungsansatz, der in der heutigen Entwicklung bioneuronaler Computertechnologie wieder hochaktuell wird. Man kann also das Nervensystem als ein logisches Rechnersystem auffassen. Das war dem McCulloch sein großer Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass diese ganzen Millionen von Nervenzellen alle gleichzeitig operieren, kann man sofort damit eine Parallelrechenidee entwickeln. Und die Frage, könnte man zum Beispiel eine Zählmaschine machen, die nicht zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern sich 100.000 Sachen anschaut und sagt 100.000.
Das ist der Vorteil einer Parallelmaschine, denn die schaut auf alle Sachen gleichzeitig. Ich werde gleich zeigen, so eine Maschine mit einem Mikaloch-Neuron rechnen kann. Also das erste ist natürlich eine Reihe von Zellen, die, sagen wir, lichtempfindlich sind. Ich zeichne die jetzt hier auf, muss man nur umschalten und den ausschalten. Alles da. Also, ich zeichne wieder so ein Neuron auf, ja, so wie es der Mikaloch aufgezeichnet ist. Ja, ist das da? Jawohl, ist da. Dann hier ein zweites. Und sagen wir, das sind alles lichtempfindliche Zellen, ja? Und da ist so eine Reihe von Neuronen, sagen wir, wie in einer künstlichen Retina oder sowas, wenn du willst, ja? Das sind die, das ist der Sensoriapparat, der sieht also, ne? Jetzt gibt es eine zweite Ebene, das ist die Rechenebene. Und jetzt wollen wir diese zweite Rechner hier haben. Und jetzt kommt von den Neuronen, die das Licht sehen, die Signale hier runter. Geht so hier und der hat zwei Füßchen. Das heißt, der wird zweimal angeregt, ja, von oben. Also wenn da Licht hinfällt, kriegt er zwei. Dasselbe machen wir hier. Hier runter, zwei. Machen wir hier etwas, was einen Schatten auf dieses Netz wirft, ja? Also dieser Schatten jetzt macht diese Zelle nicht aktiv, weil da ist er finster. Die kriegt also zwei Stimuli von oben, aber nur eine Bremse von rechts. Das heißt, diese Zelle wird sofort feuern. Bip. Die anderen sind alle stumm. Aber diese blockiert die Verneinung von dem. Der wird also blip machen. Nur zwei Zellen werden also jetzt funktionieren. Der hier und der hier. Und zwar braucht der gar nicht zählen, sondern du lässt das Licht auf dieses System werfen, nimmst eine beliebige Anzahl von Gegenständen, ganz unabhängig wie groß sie sind, drückst auf den Knopf, der sagt 20, dividiert durch 2, weiß 10. Sagt 50, weiß 25. Nicht? Also das ist ein typischer Parallelrechner, der keine Sequenz braucht, um eine Anzahl festzustellen. Wofür braucht man den? Zum Beispiel diesen Zähler. Naja, wenn du den jetzt zweidimensional machst, nicht was, oder so eine flächenbeliebige Anzahl von Gegenständen legen kannst, dann kannst du es zum Beispiel als ein unmittelbarer Blutzellenzähler verwenden. Also zum Beispiel bei Blutuntersuchungen musst du gerne wissen, wie viele Zellen sind pro Kubikzentimeter oder Kubikmillimeter. Du schießt diese das Präparat, auf, oder gibst das auf ein mikroskopisches Präparat, projizierst das auf den Rechner, drückst auf den Knopf und es sagt 25.241. Denn er sieht die 25.241-Heit in einem Blick. Der braucht einfach nicht der Reihe nach gehen. Und das ist die Maschine. Wann wurde die gebaut? Bitte? Wann wurde die Maschine gebaut? Nur, glaube ich, 60. So was. 61. Also für. Ja, der war überhaupt die erste Parallelmaschine. Da sind wir sogar nach New York geflogen, weil CBS wollte eine Aufnahme davon machen. Und da sind wir nach New York, der Paul Wessen, der das konstruiert hat, und ich sind nach New York geflogen. Und bei dem Transport ist die Maschine kaputt gegangen. Aber das Studio war schon ready. Wir sind im Taxi hingefahren, eine Maschine ausgepackt. Und wir wollten das aufstellen, war die Nummer blind. Die haben gesagt, in 10 Minuten müssen wir es zeigen. Na, da haben wir vorgesprochen. Ich bin auf einer Leiter gesessen, ganz oben. Und unten haben sie diese Sache. Ich habe gezählt, wie viel sind, habe einen kleinen Knopf gedrückt und dann hat die Nummer 3 gesagt. Ja, das sind die Schwierigkeiten mit Performance. Nicht immer, wenn du was zeigen willst, funktioniert es. Da musst du aber einen kleinen Zwerg haben, der das dann macht. Thank you.
man noch Zeit mit den Movies. So, hier ist doch wieder Kreis. War ein Projekt, was viele Leute gesagt haben, das kann man nicht durchführen, das einfach geht nicht, war das Projekt Lichtwellen mit Hochfrequenz zu modulieren, sodass die als Trägerwellen laufen können. Und wenn die als Trägerwellen laufen können, dann kann man auf einen Lichtstrahl 10.000 Telefongespräche laufen lassen, weil die Wellen sind so verschieden, dass sie sich miteinander nicht auf die Füße steigen. Und jeder hat gesagt, die sind wahnsinnig, sie können das nicht machen. Nein, also wir wissen, dass es geht, ja. Aber dann noch einen Vorteil haben sie, die Lichtstrahlen können sich ja durch Glasfibern, also Glasfasern schicken, weil die bouncen ja immer von den Wänden weg. Also haben sie einen Telefondraht, der 10.000 Telefongespräche gleichzeitig übertragen kann, wenn sie Licht modulieren können, Mikrowellen. Können sie nicht machen, ist unmöglich, geht nicht. Quantenphysik ist dagegen. Sie wissen die Quantenphysik, ich verstehe das alles nicht. Also mit einem jungen Mann namens Holzhauser, brillanter junger Mann, gesagt, wir machen das. Und haben also einen Aufbau gemacht, bla bla bla, alles gemacht. Und da war der damalige Chairman, also Head, oder wie sagt man, Dean vom Department of Electric Engineering, der hat leider die Quantenphysik nicht wirklich verstanden. Der hat gehört, dass der Holzhauser und Förster machen Sachen, die quantentechnisch nicht durchführbar sind. Und hat sich angestrengt, uns hinauszuschmeißen aus der Universität. Hat alle Schritte unternommen, den Förster und den Holzhauser aus der Universität herauszuschmeißen. Wie ich davon gehört habe, bin ich zum Oberdings gelaufen und gesagt, liebe Professor Everett, da ist der Direktor vom Electrical Engineering Department. Kann die Quantenphysik nicht. Wir wollen gerne unsere Experimente, die Modulation von Licht, weiter fortsetzen. Ich schicke den Bardeen hinüber, das ist der Nobelpreis, der Träger, der soll sich anschauen, was sie machen. Dann haben wir den Bardeen kommen lassen, haben ihn vorgeführt, gesagt, toll, das habt ihr wirklich schön gemacht. Dann haben wir publiziert, der Direktor, Mr. Ryder, wurde hinausgeschmissen. Und wir haben unsere Experimente fertig gemacht. Das wurde publiziert, ich würde sagen, wann war das? 56, 55 ist das her, ja? Kein Mensch hat das aufgepickt. 20 Jahre später haben die Leute gesagt, was? Man kann Licht mit Millimeterwellen oder Mikrowellen modulieren? Das ist ja fantastisch. Die Wissenschaft ist nicht so Weisheit und Wahrheit und all dieses Zeug, ja, sondern Politik, Vorurteile, Machtsachen und so weiter, in denen geht es zick, zack, hin und her, brillante Ideen werden unterdrückt, blöde Ideen werden gefördert. Es ist also wirklich wie das Leben selbst, hat nichts mit einer monolithischen Weisheit zu tun, die da aus den Laboratorien der gescheiten Männer herauskommt. Nichts damit zu tun. Es hat mit Persönlichkeiten zu tun, es hat mit Ideen, die verstanden werden, zu tun, etc. etc. Manche sagen, werden überhaupt nicht verstanden. Thank you.
Die Grundidee, wie ich sie verstehe, ist, dass man nicht nur sieht beim Konstruktivismus, sondern dass man nur dann sieht, wenn man handelt. Und wenn man handelt, sieht man. Der Umberto Maturana hat das wunderschön mal bezeichnet. Man sieht mit den Beinen. Ja, wieso? Ja, wenn du nämlich gehst, dann verändert sich das Bild und dann beginnst du zu sehen. Wenn du nur stehst und nur schaust und nichts tust, wirst du nichts wissen. Also das Handeln und das Sehen und das Sehen und das Handeln sind so komplementär, in was immer einer Theorie man das haben will, vielleicht sogar im Konstruktivismus, dass die Frage beantwortet sich sozusagen selber. Im Moment, wo ich ein Wissen habe und daraus eine Handlung als Schöpfen oder entstehen lasse, füttert die zurück in mein Wissen, denn das Resultat dieser Handlung erzeugt ein neues Wissen. Es sind immer der Wechsel, die Wandlung, die etwas erkennen lässt. Ernst von Glasersfeld ist Sprachwissenschaftler und Vertreter des Konstruktivismus. Eine philosophische Sichtweise, an deren Entwicklung das Biological Computer Laboratorium maßgeblich beteiligt war. Am Caltech, California Institute of Technology, wo ich als völliger Außenseiter mit einer Bekannten zu einem Abendessen eingeladen war. Und mitten während des Abendessens kommt jemand hereingelaufen und der ganze Tisch, ah, Heinz, nicht? Und ich war der Einzige, der ihn noch nicht kannte. So haben wir uns kennengelernt. Richtig, ja, ganz richtig. Das und dann kam der Heinz nach Athens, wo ich an einem Computersprachprojekt arbeitete. Und der Heinz war der Erste, der dieses Projekt verteidigt hat, weil das war zur Zeit von Chomsky. Und unser Projekt war also gegensätzlich zu Chomsky in jeder Beziehung. Und der Heinz war der Erste, der das verteidigt hat. Da habe ich den Heinz natürlich sofort geliebt. Das große Vorteil, den ich mit meiner Freundschaft mit Ernst empfunden habe, vom Lernstandpunkt, dass er eine viel tiefere, Einsicht in die üblicherweise von der Wissenschaft nicht beschreibbaren Vorgängen hat und sie in einer Poesie der Sprache zum Ausdruck bringt. Das heißt, für das, was ich ringe, wenn ich einen Artikel schreibe, wenn ich eine solche Sache schreibe, schiele ich immer auf den Ernst seine Künste hin, der in einer flüssigen, ganz leichten und einer selbstverständlichen Weise über die schwierigsten Probleme so spricht, als ob sie selbstverständlich wären. Und das ist mir leider bis jetzt noch nicht gelungen. Ja, Sie haben ja sicher schon gemerkt, wie der Heinz übertreibt. Nicht? Das Übertreiben ist einer seiner größten Künste. Er übertreibt immer in die richtige Richtung, nicht? Aber er übertreibt. Aber in dem Fall ist das eine Ausnahme. Ja. Die Regel bestätigt die Ausnahme. Nein, der Unterschied ist enorm, weil Heinz ist zum Konstruktivismus gekommen aus seinen wissenschaftlichen Überlegungen. Und ich bin zum Konstruktivismus gekommen aus rein praktischen Überlegungen, von der Sprache her. Weil ich, wie ich gestern gesagt habe und wie ich morgen wieder sagen werde, es ist, wenn man mit mehr als einer Sprache aufwächst, dann wird einem sehr schnell klar, dass die Einsprachensprecher unwillkürlich in ein Denken kommen, wo sie glauben, dass ihre Sprache beschreibt die Welt, wie sie ist. Wenn man mit zwei Sprachen aufwächst und merkt, dass diese Beschreibungen sehr verschieden sind, dass die Begriffssysteme hinter den Sprachen keineswegs die gleichen sind, dann merkt man, dass es kann nicht nur eine Welt geben. Und dann fragt man sich ja, welche Welt ist die richtige, und kommt sehr schnell drauf, dass das eine dumme Frage ist. Denn die kann richtig sein in ganz verschiedenen Weisen. Also für mich war das Wort radikal, was der Ernst in der ganzen Diskussion eingeführt hat, immer auf die Wurzel sich beziehen. Nicht? Radix, die Wurzel. Und wenn ich zurückgehe auf meinen radikalen Konstruktivismus, der kommt daher, dass ich als junger Mensch mit meinem Vetter Martin zu Zauberern geworden bin. Und wir haben ein Geschenk von einem Zauberkasten bekommen, wo die Zauberkunststücke so lächerlich waren, dass ich gesagt habe, das hat überhaupt keinen Sinn, sowas ist ja keine Zauberei. Wir haben uns also mit Zaubern uns beschäftigt
und wurden sehr gute Zauberer. Aber wir beide haben Folgendes festgestellt. Das Zaubern hat überhaupt nichts mit Mechanismen zu tun, hat überhaupt nichts, dass da ein Trick gemacht wird, sondern die Zauberer ist die, dass der Zauberer den Zuschauer einlädt, eine Welt zu konstruieren, in dem diese wunderbaren Sachen entstehen, die absolut unerklärbar sind. Ein Elefant, ein dicker Elefant auf der Bühne verschwindet. Ja? Also ein Zauberer ist ein Konstrukteur von Welten, hilft den anderen, eine Welt zu konstruieren, die sie sonst im alltäglichen Leben vermissen, so wie wir das behaupten. Da waren wir, die beiden Buben, da waren 12, 13 und 14 Jahre alt, nicht? Da haben wir doch so gezaubert, dass wir gesagt haben, wir können ansuchen, um in der internationalen Zaubergilde aufgenommen werden zu können. Und da haben wir eine Vorführung machen müssen, da haben wir mir die Standard-Kinder-Zauberkunststücke so vorgeführt, dass sie plötzlich ganz andere Dimensionen gehabt haben. Da haben wir das sehr lustig gefunden und wurden wir mit 15 Jahren, waren wir zwei Buben, waren also, gehörten zur Gewerkschaft der internationalen Diplomierte Zauberer. Diplomierte Zauberer. Und das hilft unglaublich. Also ich muss sagen, es hat, und er, der meint für der Martin genauso, in seinem Leben hat das professionelle Zaubern ihm unendlich geholfen. Ja. Und so mir, man kommt in Situationen, die so gefährlich sind, dass nur noch Zauberei dich aus dieser Situation herausholt. Which connects, nicht? Das ist dieser berühmte Satz von Beethoven, der von all den Menschen, die also mehr holistisch und mehr ganzheitlich und mehr kontextuell denken, kommt dieses Wort, the pattern which connects. Und für den Beethoven war das also eine unerhört wichtige Richtlinie seines eigenen Handels. Aber es ist doch ein sehr positiver Begriff bei ihm eigentlich, ja, oder? Ja, natürlich, ja, völlig. Ja. Es ist immer, was sind die Verbindungen? Das ist dieser wunderschöne Satz, ich möchte nicht so gerne auswendig können, wo er sagt, the pattern which connects, the pattern that connects the primrose with the orchid, the shell, the frog with the lobster, the lobster and the primrose and the orchid to me, and all fibers as to you, that's the pattern which connects. This we would like to see. Das finde ich, also ich müsste das wirklich auswendig lernen, das ist nämlich so gut. Das war doch auswendig. Naja, es war auch ein bisschen erfunden. Die Magie des 15., 16., 17. Jahrhunderts. Was haben die gesagt? Ununterbrochen. Wenn man der Beethoven wäre, the pattern which connects. Schaut euch doch immer das Ganze an. Oder der Paracelsus, nicht? Similibus corentur. Das heißt, Ähnliches wird durch Ähnliches kuriert. Also die Einheit, immer die Einheit. Das ist auch, was für dich Magie ist? Ja, das Zusammensehen. Du hast keine Ursache und keine Wirkung. Du kannst es im späteren traditionellen Sinn nicht erklären. Du kannst es nur sehen und gemäß handeln. Daher ist die Magie, wie ich immer aufmerksam mache, kannst du nicht erklären. Du kannst sie nur praktizieren. Du kannst magisch handeln, aber du kannst dann nicht erklären, was los ist. Hier ist schon eine Hand. Ich hätte da hier Eis herausbringen sollen oder ein Champagner, dann hätten wir ein Champagnerfest hier haben können. Hier beginnt die Zivilisation. Du siehst das in diesem Kleiderhaken. In dem Moment, wo man einen Kleiderhaken am Baum hat, weiß man, da ist die Zivilisation. Denn da hast du einen Rock an einem schönen heißen Tag, kannst du den aufhängen. Der Rock am Tage angehabt. Ja. Ihr habt eigentlich immer sehr viele Gäste gehabt. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Egal, wo ihr gewohnt habt. Ja, ja, nicht ganz nur hier, egal. Sondern auch ja.
Ja, ja, immer. Wir haben viele Hochzeiten schon in unseren verschiedenen Häusern gehabt und sie haben alle mit Scheidung geendet. Wie, alle? Fast alle, so viel ich weiß. Ich glaube, irgendeine ist ein Gegenbeispiel, aber die fällt mir jetzt auch nicht mehr an. Ja, aber ich warne sie immer alle. Ja. Die glauben, weil wir seit über 50 Jahren so okay verheiratet sind, das geht gut. Aber ich muss sie immer warnen, das ist nicht so. Wir haben einen schlechten Einfluss irgendwie. Die zweite Hochzeit war zwischen Goldfarb, ja, und Larry Goldfarb und seinem schwarzen Freund. Ja, ja, ja. Und die haben hier, da hier war der Altar, da wurde also die Hochzeit gefeiert. Da wurde ein spezieller Priester oder wie man das nennen will, von Santa Cruz natürlich, wo es das alles gibt, wurde eingeführt und so. Das ging aber schon nach sehr kurzer Zeit. Das war nach kurzer Zeit. Ja, das war sehr kurz. Mhm. Ja. Das ist meine Tante Grete Wiesenthal. Eine Tänzerin, die ausgebrochen ist aus dem Ballett. Das war eine allgemeine Tendenz. Das Ballett wurde verlassen als zu steif. Die damals so um die Anfänge vom 20. Jahrhundert, also 1, 2, 3, 10, 12, 13, eine unnötige Karriere auf der Welt gemacht hat. Die Mai kennt sie auch. Sie ist wirklich zum Verlieben. Gescheit, lieb, witzig, elegant, schön, unglaublich. Meine Mutter hat für die Grete Wiesenthal Kostüme gemacht. Und so bin ich als Kind, Babysitter gab es ja damals nicht, bin ich in der Nacht immer in den Garderoben von den schönen Tänzerin gesessen und ein braves Bubi sein müssen, weil zu Hause allein konnte ich ja nicht bleiben. Auf diese Weise habe ich mich in die wunderschönen Frauen verliebt. Da habe ich also immer gesehen, was passiert, da kommen die aus den Garderoben, dann auf die Bühne, eine Welt, toll, dann alle wieder zurück, brrr, andere Kostüme. Eine andere Welt. Also diese ständige Verwandlung. Dieses Schwingen von einer Welt in eine andere. Das habe ich also unerhört genossen als Kind. Ich sehe mich noch, ich kann einige Szenen, kann mich erinnern, als ob sie heute sehen würde. Ah, The Emperor. Eins, The Emperor. I got it. You got it. So, jetzt muss ich zuerst den Mambo weggeben. Mambo weg. Wir haben doch
früher schon mehrmals darüber gesprochen, über so Dichotomien, Zweiseitigkeiten, die immer wieder auftauchen und über die ich immer etwas unglücklich bin. Also diese Unterscheidung objektiv, subjektiv. Wie du mit so einer einen Sache kommst, wird sofort die andere erzeugt. Ja, nein, falsch, wahr, Konstruktivismus, Realismus. Das ist alles, das sind unglückliche semantische Fallen. Und dank der fortgeschrittenen Technologie von heute kann ich das sogar als Metapher vorführen. Also ich verstehe, dass man hier auf diesem Rahmen die Welt sehen kann. Also jetzt schaue ich auf die Welt so wie auf ein, durch ein Guckloch, als ob da draußen die Welt wäre und ich stehe da. Aber bemerken Sie doch, jetzt kommt die Welt, wo der Heinz dabei ist. Jetzt ist der Heinz in der Welt. Jetzt kann ich auf mich selber zeigen, kann auf die Welt zeigen. Ich bin ein Teil der Welt. Und das Erstaunliche ist, wenn man entweder die eine Position oder die andere Position einnimmt, verändert sich die Relation zu jedem, zur Sprache, zur Welt, zu meinen Freunden, zu meinen Geliebten, zu meinen sogenannten Feinden. Daher ist es wichtig, die unentscheidbare Frage für sich selber zu entscheiden, ob man der Heinz ist, der in der Welt ist, oder die Welt da draußen, nichts.